Herzlich willkommen zu einer neuen Elevator-Vlog-Folge, heute mit dem Aaron. Und wir zusammen gucken uns an Pioneer Nexus Setup gegen Denon Prime Setup. Und wir klären im Video die Frage, ob das Prime Setup das Nexus Setup als Clubstandard ablösen kann. Wir haben uns hier was Schönes zusammen aufgebaut. Ich denke, ich könnte mir von dem Equipment, was hier steht, einen gebrauchten Kleinwagen kaufen. Ja, so sieht's aus. Also schon sehr wertiges Equipment, was gerade vor unserer Nase steht. Und wir haben uns gedacht, die beiden Sets vergleichen wir miteinander. Also das Prime Set versus Nexus Set. Und ich fange an mit dem Overview. Wir haben uns gedacht, okay, was sagt das Design aus? Oder was heißt, was sagt es aus? Wie sieht es aus? Klar, das hier spricht für sich seine Sprache. Das hier spricht für sich seine Sprache. Es ist auf jeden Fall untereinander stimmig. Hier finden wir beide, ist schon ein bisschen moderner, ein bisschen futuristischer. Futuristischer, ja, genau. Auf jeden Fall. Und hier haben wir schon festgelegt, ist so das stilechte Pioneer-Design, was da durchkommt. Ja, ne? Und das man auch vom alten Equipment her eigentlich genau, kennt. Genau, richtig. Ja. Aber eben schön aufeinander abgestimmt, genauso wie hier auch. Von den Oberflächen her, vom Player hier ist gebürstetes Aluminium, was aber auch wirklich schön ist, ich hoffe, man erkennt das. Die Faceplate oben ist aus einem Guss. Also das sind nicht zwei Teile oder sonstiges, sondern das ist schon eine kleine Halfpipe, die da zusammengebaut wurde. Ne? Und hier haben wir mehrere Stücke. Ich glaube, dieser Teil hier ist auch ebenfalls Alu gebürstet. Der Rest ist, glaube ich, Hartplastik, würde ich vermuten. Aber ansonsten tut sich da nicht viel. Von den Potis her gesehen, finde ich die Potis, was die Soundcolor FX beim DJM 900 Nexus anbelangt, ein bisschen wertiger als jetzt zum Beispiel die Filter beim X1800. Aber das ist vielleicht auch eine subjektive Sache. Das ist vielleicht eine Geschmackssache. Ne? Wenn du das gewohnt bist, was halt immer im Club stand, dann ist das vielleicht erstmal wertiger als die Potis hiervon. Ansonsten ist es ja eigentlich auch gleich verarbeitet. Hier hat man ja auch ein Metallgehäuse. Hier ja, auch. Ja, genau, richtig. Ja. Da tut sich nicht sehr viel. Also wenn man sich zum Beispiel die beiden, die beiden Geräte anschaut, jeweils vom jeweiligen Hersteller, gibt es halt eine sogenannte Konnektivität. Sprich, beide Geräte oder hier auch beide Geräte kommunizieren miteinander. Sprich, die BPM-Zahl, die man zum Beispiel bei diesem Player hier auswählt, wird über ein LAN-Kabel, also hier hinten und dann wieder hier rein, überträgt quasi die BPM-Zahl und so können zum Beispiel Delays, Echos und jegliche andere Effekte genau synchron im Beat ohne jegliche Auto-BPM oder sonstige Geschichten übertragen werden. So ist es beim Pioneer DJ-Set im Prinzip dasselbe, nur da hat man halt nicht die Möglichkeit wie beim Denon DJ, dass man halt mehrere Player, also mehreren Playern diese Möglichkeit schaffen kann. Hier sieht man hier hinten genau, dass da vier, also ein PC-LAN-Hub und sonst halt vier weitere LAN-Hubs zur Verfügung stehen, wo man dann halt auch noch mehrere weitere Player dran schalten kann. Hier ist es im Prinzip auch möglich. Dazu bräuchte man dann aber eigentlich, wie man es von zu Hause kennt, einen externen LAN-Hub. Genau, richtig. Ja. Also da direkt verbaut drin. Hier müsste man das halt erweitern quasi, was die Konnektivität anbelangt. Die Protokolle nochmal ganz kurz. Genau, Prime Engine Protokoll hier, also die Sprache, die sie miteinander sprechen, die Geräte. Genau. Und hier der Pro DJ Link. Den man halt auch schon kennt, natürlich. Genau. Und wie gesagt, da werden wichtige Daten übermittelt. Unter anderem, und das ist halt auch nochmal ein größerer Unterschied, würde ich behaupten, ist hier eine Farbgebung, die interessant ist, die ebenfalls über dieses LAN-Prinzip quasi übermittelt wird. Was genau, da können wir auch einmal zeigen, wenn wir dann jetzt hier in die Utility gehen. Können wir einmal ganz runter scrollen und dann haben wir hier so eine kleine Decklayer, Colors, Option, Einstellung, wie auch immer. Ja. Und den einen Layer, also die eine Soundkarte ist ja das Spezielle an diesem Player, dass er zwei Soundkarten hat, den kann man jetzt hier einstellen. Also hier hat man Layer A und einmal Layer B. Ja. Da kann man jetzt hier Layer A zum Beispiel in Gelb auswählen. Dann sehen wir hier direkt, ändert sich die Farbe in Gelb. Und hier könnte ich jetzt blau auswählen, würde sich das in blau ändern. Und wenn wir die Tracks laufen haben, dann ändert sich die LED-Farbe von diesem LED-Kranz auch nochmal in die jeweilige genau, Farbe. Genau, was wir vorhin nicht festgestellt haben. Genau, ist, dass jetzt man, zum Beispiel, man muss halt den Fader oben haben, damit halt dieser LED-Kranz eingeschaltet wird. Ja, also generell muss man das natürlich nicht. Das ist sehr schön, weil er dir eigentlich nur sagt, hey, genau, du bist gerade aus. Und jetzt bist du wieder an. Ja. Also das ist natürlich ein sehr nices Feature und es gibt auf jeden Fall ein geiles optisches Feedback. Und es ist auf jeden Fall auch ein Vorteil für den Überblick. Ne? Ja.
weiß halt definitiv so ganz genau, bei welchem Layer man ist und ja, so arbeitet das Auge dann halt auch dementsprechend. Und es ist wirklich cool, weil die Option dadurch nochmal verdeutlicht wird, dass du halt zwei Layer hast und theoretischerweise zwei Player in einem Player hast. Und genau, wir jetzt gerade ganz genau wissen, wir sind gerade in unserem Channel 1 und bei einem anderen Layer, das können wir ja nochmal machen, hier einmal umstellen, genau, sind wir jetzt blau, im Channel 2. Genau. Ja. Also das ist auf jeden Fall cool, diese Art von Konnektivität da übertragen zu bekommen und das finde ich auf jeden Fall auch nice. Ja. Ja, soweit dazu. Ne? Dann schauen wir uns jetzt nochmal die Mixer an, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Da bleiben wir aber dann auch nur bei den Sachen stehen, die sich wirklich grundlegend verändern, weil Mixer ist nun mal immer noch Mixer. Ja. Zum Beispiel hier, wenn wir hier oben direkt beim Mikrofon anfangen, erkennen wir eigentlich, dass sich da nicht viel geändert hat. Talk-Over-Funktion ist mit dabei. Mikrofoneingang ist jetzt zwar hier oben, aber den hat man dann wiederum da hinten auch, genauso wie beim zweiten Mikrofon. Wenn wir dann direkt weiter runtergehen, dann haben wir die Sweep FX und den Filter. Kommt mir bekannt vor. Genau, hier, ne? Ähnlich wie beim Pioneer. Da sieht man halt hier wiederum 4. Da ist es auf 6 aufgeteilt. Nur darf man hier nicht vergessen, ist hier auch der Filter halt nur an einem Knob. Und der Filter hier, das ist das ganz Besondere an diesem Mixer, hat halt einen separaten Knob. Sprich, man kann Sweep FX und Filter gleichzeitig benutzen. Das kann ich jetzt auch gerne einmal testen. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier den Filter einstelle und dann gleichzeitig quasi das Dub-Echo spiele, hat man halt so einen Filter-Dub-Echo-Effekt mehr oder weniger. Es ist eine geile Verbindung von zwei Effekten direkt auf einem Kanalzug, was halt super schnell ist. Ne? Genau. Das ist auf jeden Fall nice und generell fand ich das immer cool, dass du früher einen Low-Pass-High-Pass-Filter direkt auf dem Kanal sitzen hast. Das wurde dann halt irgendwann irgendwie so ersetzt, dass man dann irgendwie diese Sound-Color-FX noch dazu bekommen hatte. Das fiel dann so ein bisschen weg. Ist jetzt zu verzeihen oder nicht, das ist subjektiv, das müsst ihr entscheiden. Ich finde es ziemlich geil. Ich auch, mega. Ja, also es ist schon ziemlich cool. Beide Reihen da drauf hast auf jeden Fall. Ja. Soll ich soweit noch die Effekte? Hau noch mal raus. Genau, also wir haben hier halt Dub-Echo, kennt man halt auch hier vom Pioneer-Mixer, dann auch Noise, ist halt ein Oszillator, der auch im Pioneer-Mixer eingebaut ist. So, dann dieser Washout-Effekt, der ist neu, beziehungsweise Denon-Mixer-Effekt. Wenn ich den jetzt nach links drehe, hört man, okay, bei dem Track ist es jetzt vielleicht ein bisschen, machen wir mal so, Shift, da wo ein bisschen mehr los ist. Quasi so ein, wie soll ich sagen, Delay und der Track ist aus. Wenn ich den dann wieder ausstelle oder hochdrehe, ist er wieder da. In die andere Richtung ist es genau dasselbe, nur mit einem schnelleren Delay. Und das ist halt sehr nice, weil das Ding nachhalt oder der Effekt nachwirkt und sobald ich den ausdrücke, das ist sehr geil für Übergänge. Ne? Das ja, kann man, mega. Das kann also man halt kann man schon einiges machen. Auf jeden Fall. Kennt man vielleicht so ein bisschen von dem Pioneer externen Effektgerät RMX 1000 oder 500, da geht das halt natürlich auch so. Und das auf den Dingern da so liegen zu haben, finde ich auf jeden Fall sehr nice und macht auf jeden Fall Spaß. Rest bleibt eigentlich gleich. Wir gucken hier nochmal weiter. Ja. Ich sehe hier auf jeden Fall einen Unterschied. Und zwar habe ich hier einen Flex-Fader. Das ist von Denon interner Fader quasi aus dem eigenen Hause, den ich zwar ausbauen kann, was ich cool finde, kann ich beim Pioneer aber auch. Hier ist es allerdings so, dass ich wirklich nur den Fader, den Crossfader schnell eben wechseln kann, ohne die komplette Faceplate abzunehmen und sehr viel Lötarbeit vornehmen zu müssen. Beim Mixer ist es hier eben so, dass ich hier die komplette Abteilung hier ausschrauben könnte, sprich nicht nur Crossfader, sondern auch Linefader und so on the fly wechseln könnte. Ja, das ist auf jeden Fall ein Vorteil, würde ich sagen, was man hier hat. Und ansonsten bleibt so kanalzugstechnisch gesehen eigentlich alles relativ gleich. Beim Denon, finde ich, sind die LED-Stripes auf jeden Fall deutlich größer und auch kraftvoller, hast du gesagt. Ja, machst du auch mega Play. Also da bist du im dunklen Club auf jeden Fall auf der sicheren Seite und siehst ordentlich, was da abgeht. Es sieht auch nach meiner Meinung noch ein bisschen cooler aus. Wie gesagt, noch immer zu diesem futuristischen und modernen Design von diesem Denon, von dieser Denon-Serie. Ja, das passt auf jeden Fall gut dazu. Und hier oben haben wir halt unsere Einstellung, indem ich halt eben bequem meine Kanaleinstellung vornehmen kann, die ich auch hier vornehmen kann. Noch kurz sei gesagt, beide sind DVS-fähig. Das ist auch mal kurz gesagt dazu. Plus zwei Karten, Soundkarten sind verbaut, also Dual-Soundkarten. Ja. Also sprich, dass wir es zum Beispiel beim letzten Video auch angesprochen haben, Back-to-Back, dass man halt, wenn man im Club spielt, eben seinen Laptop anschließen kann, während der andere mit seinem Laptop halt noch am Spielen ist. Ja, genau. Das ist auf jeden schneller Fall Übergang von DJs. Ein nices Feature, was halt anscheinend auch nicht mehr wegzudenken ist heutzutage für Club-DJs. Ist also auch ambitioniert zu sagen, hey, wir gehören ja auch hin. Ne? Also von Denon dann zu sagen, wir passen genauso gut in Club wie halt die Konkurrenz. Ja, das zu den Specs sei gesagt, Soundkarten auch, beide auf 24 Bit.
mit 96 Kilohertz und ja, da tut sich halt auch nicht viel. Und ich finde, Dampf haben die ähnlich viel. Ne? Das, da ja, auf jeden Fall. Nicht so viel. Effekte, hattest du mir gesagt, der kommt mit 12 Effekten, der mit 14 an der Anzahl. Ja. Ist halt ein bisschen anders. Ne? Genau, es gibt halt die Effekte unterscheiden sich halt. Hier gibt es, wie gesagt, 12, hier gibt es 14. Aber hier gibt es, wie gesagt, zwei Effekte, die es hier nicht gibt. Dafür gibt es dann aber auch vier Effekte hier, die es wiederum hier nicht gibt. Da kann ich auch einmal zeigen, das wären hier einmal der Beatbreak-Effekt, der eigentlich ganz witzig ist, kann man ja gleich auch nochmal kurz zeigen, und der Scratch-Effekt. Mhm. Hier wären es dann wiederum, also was es jetzt hier nicht gibt, der Spiral-Effekt, der Pitch-Effekt, genau. Slip-Roll, Vinyl-Break und Helix. Richtig. Ja. Beatbreak finde ich ganz nice, vielleicht haust du ihn noch einmal ganz kurz raus, damit wir die schon einmal abgefrühstückt haben. Genau, Beatbreak ist sowas ähnliches wie ein Stutter-Effekt, genau, kann man jetzt hier einfach mal so anschalten, zack, machen wir mal auf 1,5 so. So, und man kann hier auch an den Pattern erkennen, ganz klein, dass das halt so quasi so Stutter-Blöcke sind und die kann man auch hier, können wir gleich später nochmal zu, in dieser Utility-Funktion kann man halt auch noch eigene Pattern selber erstellen. Ja. Also da ist auf jeden Fall nochmal eine Möglichkeit, quasi wirklich deinen kreativen Geist freien Lauf zu lassen und einen Stutter-Effekt selber einzustellen. Ja. Ist auch cool auf jeden Fall. Rest können wir nochmal ein bisschen außen vor lassen, beziehungsweise was sich hier noch unterscheidet, ist eben die Crossfader-Kontur und Fader-Kontur, die wir hier über Potis einstellen und eben beim Pioneer über Schalter irgendwas festlegen. Ich denke mir, was hier der Fall ist, ist, weil man die Möglichkeit hat, quasi diese Einstellung hier zu locken über die Utility-Einstellung, sodass ich meine Crossfader-Einstellung quasi fest habe, locke und dann kann ich da auch gegenkommen. Es verstellt sich nichts. Ja. Ne? Das ist auf jeden Fall eine nice Sache, das einzustellen. Jetzt kann man sagen, ja gut, hier komme ich nicht gegen, weil das Schalter sind. Jetzt könnte ich dagegen argumentieren zu sagen, aber dafür kann ich es hier feiner einstellen, weil ich halt einen Poti habe. Ne? Auch das muss man sich abwiegen und halt sagen, was ziehe ich mir da raus als Information. Ja. Ich würde sagen, das noch eben im Schnelldurchlauf. Ja. Wir sehen halt hier, dass man die Beat Grid quasi anhand von einer Touchbar auswählen kann. Das geht natürlich jetzt nicht im Beatbreak-Effekt, sondern im Delay-Effekt. So kann man hier sehen. Ja. Das kann man hier wiederum an einem Schalter auswählen. Oder genau hier oben. Noch, ne? Und dann nochmal ganz schnell hier zu dem Display. Das ist auch nochmal ein großer Unterschied zum Pioneer-Display. Man erkennt hier, dass es wesentlich aufgeräumter aussieht. Ja. Und auch ein bisschen hochauflösender, würde ich sagen. Es ist auch größer einfach. Ja, ne? Es sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Und wenn man... Also sehr gut sieht man das vor allem, wenn man eher in die Utility geht, in die Einstellungen vom Gerät. Da kann man jetzt hier in den EQ gehen, hier wiederum ein paar Einstellungen vornehmen. Dann kann man auch, genau, wenn man wieder reingeht, kommt man ins Menü wieder zurück. Ja. Dann kann man zum Beispiel hier beim System, kann man, ich sag jetzt mal, die Systemeinstellungen wiederum vornehmen. Das kann ich ja auch. Aber was ich wichtig fand, war, was du mir vorhin gesagt hast. Genau, diese Advanced Audio-Geschichte hier, genau. FX-Edit. Hier finden wir wiederum BPM XX on Color, wo man dann wiederum hier den, vielleicht kann man das so sehen, die Farbe ändern kann. Das ist ganz lustig auch, ne? Genau, also, das ist ganz witzig. Dass du das Effect-Ding da ändern kannst, von der Farbe her. Ja. Und dann hier genau diese Beatbreak-Geschichte, wo man hier seine eigenen Pattern dann bearbeiten kann. Und ja, sonstige Einstellungen vornehmen kann. Was ich echt cool finde, was ich wichtig fand, was ich gerade aus dem Gespräch herausgenommen habe, und das sage ich mal einfach für sich stehen, ist, dass du mir vorhin gesagt hast, boah, das hat so ein Apple-Vibe, dieses Display. Ja, genau, ne? Von der Auflösung her. Okay, und von der Menüführung her, von dem Einfachen und Sonstiges her gesehen. Ne? Aber Hut ab, denn wenn ihr es geschafft habt, jemandem ein Gefühl zu geben, dass er so ein Apple-Produkt vor sich hat, dann hat er was funktioniert, würde ich sagen. Würde ich, wie gesagt, abschließen damit zu sagen, dass von den Einstellungen her gesehen, ich würde halt sagen, dass die wirklich sich vom Mixverhalten her gesehen nicht wahnsinnig viel tut, außer eben diesen Effekten, die wir euch gerade eben gezeigt haben oder den Einstellungsmöglichkeiten. Und auch da müsst ihr für euch quasi herausziehen, hey, das finde ich geil, das Feature, das finde ich jetzt nicht so wichtig, wie auch immer was. Vom Vergleich her gesehen habt ihr auf jeden Fall jetzt ein paar Fakten an der Hand, die euch da irgendwie weiterbringen werden, denke ich. Kommen wir noch kurz zu den Playern. Ich würde sagen, da die wichtigsten Unterschiede, ich nehme eben das Wichtigste vorweg, ist einmal der Doppellayer. Bei dem Produkt, was du vorhin schon gesagt hast, quasi zwei Player in einem. Das haben wir in dem alten Vlog über das Gerät quasi auch schon beleuchtet. Und dagegenüber möchte ich das Feature von dem herstellen, ist, dass das Ding natürlich ein CD-Laufwerk hat. Ne? Das müsst ihr quasi abwägen voneinander. Legt ihr mit CDs auf und wollt damit, wird es keiner. Ne? Klar, weil das Ding hat kein CD-Laufwerk. Das muss auf jeden Fall klar sein. Also wenn man die beiden Features miteinander aufwertet, würde ich sagen. Und ansonsten noch ganz kurz Kleinigkeiten wären halt Emergency Loop, habe was ich gehört. Genau, Ist ein ganzer Track, glaube ich. Ne? Genau, der speichert einen ganzen Track, falls der Stick oder SD-Karte
mal rausfliegt, hat er den ganzen Track direkt gespeichert und man muss sich keine Sorgen machen. Gut, da ist es, glaube ich, ein 8-Beat-Loop. Ich weiß. Ich glaube, ja. Ja, also nochmal auch nochmal ganz schnell zu dem Player. Im Unterschied zu dem Display sieht man natürlich hier, dass das Ganze wie so eine Tablet-App aussieht. Finde ich jetzt persönlich ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen poppiger, ein bisschen schöner auch einfach zu bedienen. Intuitiver. Mhm. Hier ist auch viel weniger Text verwendet worden, hier mehr mit Symbolik und so weiter. Wie gesagt, erinnert sehr an eine App vom Tablet oder Handy, wie auch immer. Und ja, was natürlich dann hier wiederum einzigartig ist, sind auch diese Hotcues hier unten. Die hat man hier oben auch, aber halt nicht in dieser Pad-Form. Dann wie gesagt Loop, Roll, Slicer, das kennt man auch teilweise von Pioneer-Controllern oder sonstigen Controllern. Es ist sehr nice. Die Sorge von manchen Nutzern war wiederum, dass man hier da drauf kommt, wenn man zum Beispiel das Jogwheel bewegen will. Das sind aber Schalter, also das heißt Schalter, das sind Knöpfe und keine Pads, die mit Velocity arbeiten. Okay, alles klar. Also die haben einen Klick und okay, ja. Alles klar. Ja, das würde ich halt sagen, ist auf jeden Fall auch ein Ding. Und zum Player sei noch gesagt, dass wir hier 3 USB-Eingänge haben. Ja, das ist sehr nice. Du hast mehrere Möglichkeiten quasi von mehreren Quellen zuzugreifen. Du hast hinten 2 weitere und vorne halt, nee Quatsch, vorne hier dran. Genau, vorne und hinten 2 weitere. Genau, richtig. Und das ist auf jeden Fall noch etwas, was das dem Gerät quasi vorhätte. Plus, wir haben hier eine Track-Analyse on the fly, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, ganz genau, ja. Man hat sich, also ich habe mir auf jeden Fall noch beide Programme angesehen, einmal Recordbox und Engine. Beide funktionieren eigentlich recht ähnlich. Ich finde Engine auch sehr schön auf jeden Fall. Also Engine erfüllt auf jeden Fall seinen Zweck. Und gut, die Tracks werden, glaube ich, ein bisschen langsamer geladen als bei dem Gerät jetzt, aber dafür, wie gesagt, wie du schon sagst, on the fly, sprich, ja, man muss jetzt nicht unbedingt immer alles mit Recordbox vorher analysiert haben, um, wie gesagt, Hotcues zu setzen oder generell eine Ansicht überhaupt von der Waveform zu bekommen. Das macht der Player auch von ganz alleine, ohne einen PC oder sonstiges. Richtig. Und generell seht ihr auch da die Ansicht der Wellenform und die vom Pioneer, die ich gerade hier habe, ist auch nochmal ein Unterschied. Ich persönlich, du hast gerade gesagt, Engine ist cool auf jeden Fall. Mir persönlich gefällt Recordbox gerade zu diesem Zeitpunkt noch auf jeden Fall besser. Aber ja, das ist, wie gesagt, sehr viel Subjektivität, ne? Was die Vorbereitung und sonstiges anbelangt. Vielleicht auch, weil ich einfach eingespielt bin damit. Aber das sei mal dahingestellt. Ja. Ne? Ich würde sagen, grob gibt euch das auf jeden Fall irgendwie ein Overview von dem, was die Player und der Mixer quasi untereinander unterscheidet. Wenn ihr jetzt quasi euch entscheiden müsstet. Die Frage, du behältst die Antwort für dich, aber okay. die Frage habe ich vorhin auch an Aaron gestellt. Es klingelt jetzt ein Mann bei euch an und der sagt euch, ich habe hier einen Endorsement-Deal. Ne? Das heißt, du kriegst jetzt von mir einen Pioneer DJM 900 Nexus 2 und den 2000er Nexus. Oder du kriegst von mir den neuen Denon Player und die Prime Mixer von den 1800er. Welchen Endorsement-Deal nimmst du an? Ja, also stellt euch das bitte vor, ihr müsstet jetzt gerade kein, Geld spielt in dieser Theorie keine Rolle, okay? Und angenommen, ihr habt auch kein Equipment schon zu Hause stehen, ihr habt gar nichts, aber das Wissen. Aber das Wissen, was wir euch gerade verbreitet haben, genau. Und jetzt möchte ich, dass ihr mir schreibt in den Kommentaren, oder uns schreibt, besser gesagt, für welchen Deal entscheidet ihr euch? Ihr braucht kein Geld bezahlen, aber ihr müsst euch für ein System entscheiden. Also beide geht nicht, ne? Bevor hier kluge YouTuber kommen. Nein. Ein System muss genommen werden. Pickt euch bitte das System, was ihr nehmen würdet. Schreibt es in die Kommentare. Gerne auch eure bislangen Erfahrungsberichte über die Produkte. Wird uns auf jeden Fall interessieren. Wenn wir noch irgendwelche Sachen vergessen haben oder so, auch bitte in die Kommentare schreiben. Wir gehen gerne nochmal darauf ein. Und ansonsten würde ich sagen, hat das Spaß gemacht? Auf jeden Fall. Mega. Und bitte liked dieses Video, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert unseren Channel. Und bitte auch gerne die Notification-Glocke anmachen, damit ihr keine Videos mehr von uns verpasst. Von daher würde ich sagen, war es das von dieser Woche von uns. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich bedanke mich bei dir. Ich bedanke mich bei dir. Und insofern. So, wir haben unsere Vorsätze bisschen cool, oder? Was heißt das? Gegen den Denon Nexus Standard aus dem Club. Und Alter, das ist Denon Nexus? Ach so, habe ich das gesagt, ja. Okay.